Der neue DFB-Pokalsieger steht fest und das ist RB Leipzig. Was für ein Finale gestern in der diesjährigen DFB-Pokalsaison 21/22. Jo, es war dramatisch hinten raus. Das Ding, dieses Finale ging tatsächlich nach 6 Jahren wieder mal in die Verlängerung bzw. im Elfmeterschießen. Die letzten 5 Turnier-Pokalfinals waren ja immer innerhalb der 90 Minuten entschieden wurden, zum Teil auch deutliche Ergebnisse gewesen. Ja, und Leipzig im dritten Anlauf tatsächlich hat es mit dem ersten Titel der 13-jährigen Vereinsgeschichte funktioniert. Herzlichen Glückwunsch dazu. Auch wenn wohl sehr, sehr viele für Freiburg gewesen sind. Lange Zeit sah es auch gut aus für die Freiburger. Ich meine, es ging schon richtig krass los, nur mit guten Chancen auf beiden Seiten so. Ich habe mir das Spiel natürlich gestern komplett angeguckt. Und ja, Freiburg führte dann mit Glück, muss man sagen, durch Eggestein in der 19. Minute. Und ja, vorher war aber von Scholloy eine strittene Handspielsituation gewesen, aber es sah alles so aus, als ob es absichtlich war und somit nicht strafwürdig gewesen ist und somit das 1:0 für Freiburg berechtigt gewesen ist. Und dann waren Freiburg ab der 57. Minute ja auch immer noch in 1:0 in Führung gegangen und ja, waren dann sogar tatsächlich in Überzahl, wo Marcel Halstenberg von Leipzig sich eine rote Karte abholte. Dann sah es echt für Freiburg echt gut aus. Das 1:0 hielt aber nur bis zur 76. Minute tatsächlich an. Christopher Nkuku, noch ein junger Talent, der schoss dann den Ausgleich und somit ging das Spiel in die Verlängerung, wo es auch nochmal Matchball hätte geben können, auch aus Freiburger Sicht. Da gab es zum Beispiel kurz vor Beendigung der ersten Verlängerungshälfte 2 richtig dicke Chancen für Freiburg. Einer ging an den Pfosten und die zweite Chance ging drüber. Dann kurz vor Ende der 120. Minuten gab es nochmal eine strittige Elfmetersituation. Und das war auch interessant, also das hat man auch noch nie so gesehen, ob der Freiburger tatsächlich jetzt den Ball gespielt hat oder erst den Gegner getroffen hat. Aber man hat es in der Zeitlupe mehrfach gesehen, also die sich das Spiel angeguckt haben, werden es wissen. Das war echt eine knappe Sache, aber er hat den Ball tatsächlich leicht als erster berührt, ehe er den Gegner traf. Ich weiß nicht mehr, wer das gemacht hat, aber es war auf jeden Fall risikoreich gewesen. Und somit ging das Spiel tatsächlich ins Elfmeterschießen und ja, die Leipziger blieben einfach bei jedem Elfmeter cool. Freiburg hat 2 verschossen gehabt, einen ausgerechnet der Kapitän Christian Günther schoss ihn drüber. Und dann, ich weiß nicht mehr, wer der letzte Schütze für Freiburg war. Der traf die Latte, aber der Ball war nicht drin. Und somit war Freiburg nah dran an seinen. War Freiburg nah dran, Geschichte zu schreiben. Aber Leipzig hat jetzt auch Geschichte geschrieben. Herzlichen Glückwunsch dazu, DFB-Pokalsieger. 21-22 war am Ende im Elfmeterschießen der bessere. Ja, und dann wurde es kritisch. Dann die Siegerehrung wurde tatsächlich etwas verschoben, da es eine Notfallsituation gab, dass ein Patient reanimiert werden musste. Ich weiß nicht warum. Es war auf jeden Fall nur Funkenstille. Alle konnten es nicht glauben, dass das tatsächlich auch passiert. Aber es gab gute Nachrichten, dass der Patient wiederbelebt quasi war. Man hat es nicht gesehen, es wurde alles abgedeckt. Er wurde in einen Krankenwagen getragen und auch stabil zum Krankenhaus gefahren tatsächlich. Also da dachte ich mir echt, was war da los? Erinnert so ein bisschen an die Szene mit Christian Eriksen bei der EM letztes Jahr, wo er den Herzstillstand hatte. Das werden auch viele nicht vergessen haben, denke ich mal. Und so konnte dann die Siegerehrung so gegen 23:30 tatsächlich dann noch stattfinden. Also es war ein richtig, richtig langer Abend, muss man sagen. Es war dramatisch und am Ende war es
ein schlimmer Moment, aber wie gesagt, dem Patienten ging es gut. Es war übrigens ein Fotograf, den es erwischt hatte. Ja, was sagt ihr zum Finale? Ich fand es ein krasses Finale, auch wenn es nicht alles gut war. Also die Pyrotechnik war dann wieder am Werk und es war echt viel zu viel zum Teil. Aber dann am Ende bei dieser Situation mit dem Patienten waren die Zuschauer dann wieder recht nett und haben ihre Handys rausgezückt und die Taschenlampen angeschaltet, so quasi, als ob man normal irgendwie so Kerzen hier so herhalten würde, aber hier hat man das halt mit den Handys gemacht, moderner halt. Und ja, diese Situation war am Ende dann nicht wirklich schön. Also das mit den Patienten, aber es ist alles gut verlaufen. Die Fans konnten sich dann auch da zusammenreißen und wurden auch dafür bedankt, dass sie hier Geduld haben, dass die Siegerehrung erst später stattfinden konnte. Aber dann gab es ja schließlich die Siegerehrung, also war auch alles gut. Und Leipzig hat auf jeden Fall was zu feiern. Jetzt gibt es eine Menge Red Bull. Ich habe tatsächlich Red Bull noch nicht probiert. Ich glaube, ich werde das vielleicht mal irgendwann mal machen. Weiß ich nicht, auch wenn ich jetzt nicht Leipzig-Fan bin, aber trotzdem kann man es dem mal gönnen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Zu Recht DFB-Pokalsieger dieses Jahr geworden. Zum ersten Mal nach 11 Jahren, wo es nicht Bayern oder Dortmund ist. Weil ich kann es ja sagen, 2012 war es Dortmund, 2013, 14 Bayern. Also sogar stimmt, 2015 war es sogar Wolfsburg, der den DFB-Pokal gewann. Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Da hat ja auch Dortmund im Finale gestanden. Aber ich meine, zum ersten Mal, ja, das meine ich nicht. Also ich habe mich verwirrt. Zum ersten Mal halt, dass weder Dortmund noch Bayern im Finale stehen. Beide waren ja schon früh raus. Das habe ich damit gemeint. Ich meine, 2018 hat der Frankfurt den Pokal gewonnen. Das haben wir auch nicht vergessen. Also, zum ersten Mal nach 11 Jahren nicht Bayern oder Dortmund, die im Finale standen. Freiburg ja zum ersten Mal im Finale, Leipzig zum dritten Mal. Und im dritten Anlauf hat es tatsächlich mit dem Titel geklappt. Und ja, war auf jeden Fall ein gutes Spiel. War recht spannend. Ich konnte mich echt nicht mehr zusammenreißen hier. Ich war natürlich auch auf Freiburgs Seite, weil ich finde, die haben echt eine gute Saison gespielt. Das werden wir auf jeden Fall sehen in Europa, in der Europa League. Nächste Saison, genau wie Köln, genau wie Union. Und wir werden nächste Saison 5 Champions League-Teilnehmer unter anderem haben. Das wird auch ganz toll. So, in diesem Sinne würde ich mich verabschieden. Ich hatte eigentlich gedacht, das wird nur ein kurzes Statement, aber ich habe noch so viel in Erinnerung von gestern, dass ich halt jetzt hier 8 Minuten hier gequatscht habe. Und ja, da habe ich mir jetzt einfach mal die Zeit genommen. In diesem Sinne würde ich mich jetzt an dieser Stelle hier verabschieden. Wir hören uns bestimmt noch nächste Woche wieder. Vielleicht gibt es noch ein bisschen Fußballberichte, weiß ich noch nicht genau. Und ja, aber ansonsten war es das erstmal. Bis dahin, tschüss und ciao und noch einen schönen Tag.